Deutschland. Ein Land der seltsamen Gewohnheiten, Regeln und Rituale. Wer hier geboren wurde, merkt aber oft gar nicht, wie sonderbar es hier ist. Zum Beispiel bei der Arbeit. Deshalb haben wir mit Menschen gesprochen, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind und in Deutschland arbeiten. Aus ihren Beobachtungen haben wir einen Film über ein deutsches Büro gemacht, um uns selbst besser zu verstehen. Ich bin Liam, wohne in Deutschland seit 10 Jahren und ich komme aus England. Ich komme aus Brasilien, aus Rio. Ich bin Ayham, ich komme ursprünglich aus Syrien. Ich komme aus Australien. Ich komme ursprünglich aus Marokko. Ich komme aus Indien und ich bin Ingenieur. Ihr arbeitet ja hier in Deutschland. Was ist euch denn aufgefallen, was hier anders ist? Ja, ich habe in einem Büro gearbeitet. Alle hießen irgendwie gleich 6 Stefans um den Tisch. Und dann der Chef hieß Thomas und dann sein Chef hieß Stefan. Erst die Arbeit und dann der Spaß. Das habe ich gelernt. Ja. Wenn man Leute kennenlernt hier in Deutschland, die erste Frage, die kommt: Was machst du beruflich? Und das ist auch total das Gegenteil in Brasilien. Man will wissen, in welchem Stadtteil du lebst, welche Musik hörst du. Es sind ganz andere Wege zum Gespräch. Die Arbeit ist ihr Leben halt. Aus euren Erfahrungen möchten wir jetzt einen Film machen. Wenn unser Film in einem deutschen Büro spielen würde, wie sähe es da aus? Kalender am Wand. Also, man muss eine riesige Kalender haben. Auch eine Uhr. Sehr viele Ordner. Viele Ordner. Sehr viele Ordner. Es gibt so alphabetisch geordnete Ordner. Und dazu noch ein paar lustige Bilder oder mit lustigen Sprüchen. Was würde da stehen? Kein Bier vor viel. Kein Bier vor viel. Genau, ja. Lustige Tassen. Kaffeetasse. Was würde auf so einer Tasse denn draufstehen? Also was sind so Sprüche, die ihr kennt? Ich komme motiviert zur Arbeit. Mein Team ist das beste Team. Ich muss arbeiten. Der Film fängt an, die Leute kommen zur Arbeit. Wie begrüßen die sich? Je nachdem, welcher Tag das ist. Ja. Also Montag ist? Also Montag ist sehr speziell. Da begrüßt man sich kurz und knapp. So, moin, moin. 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 Morgen. Morgen. Na? Na. Na? Na? Und? 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 Wie ist es? Wie ist es? Ja. Hallo. Ja. Morgen. Morgen. Hallo. Hi. Na? Morgen. Morgen. Wie begrüßt man sich denn in euren Heimatländern? Wir in Brasilien, wir küssen uns. Auch also ein Chef oder so, man küsst sich. Hast du versucht, jemanden zu küssen? Wie kommen die Leute denn zur Arbeit? Viele kommen mit Fahrrad. Und wenn sie mit Fahrrad kommen, dann sind sie auch super stolz drauf. Bei jeder Firma, wo ich gearbeitet habe, ist immer so ein Fahrradtyp gegeben. Auch im Winter, wenn es schneit, wenn es regnet, egal, meine minus 20 Grad, fahren sie Rad mit zur Arbeit. Wie sehen die denn dann aus, wenn die reinkommen? Also auf jeden Fall ein Helm, es ist sehr wichtig. Vor allem, wenn es regnet, dann eine Regenjacke. Überzieher über Schuhe, damit es auch nicht nass wird. Überall Überzieher eigentlich. Also die sagen es auch. Ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen. Ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen. 7 Kilometer bin ich gefahren. Ja, aber das solltest du mal probieren. Das solltest du mal probieren. Ist wirklich Game-Changer. Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es da irgendeine Besonderheit, was euch aufgefallen ist? In Deutschland musst du Kuchen für alle mitbringen, dann wirst du gejudged. Auf Basis deines Kuchens. Ob du eine gute Mitarbeiter bist. In Brasilien erwartet man, wenn ich Geburtstag habe, ich erwarte, dass meine Kollegen für mich eine Überraschung haben. Ja, ja, ja. Also die bringen eine Kuchen, aber ich muss nichts machen. Nee. Man muss sich um seinen eigenen
Feier kümmern. Und wenn man keinen Kuchen mitbringt, wird man schon angemeckert. Also das ist nicht kein gutes Zeichen, ja. wenn man einfach so mit leeren Händen da aufkreuzt. Ja, Glückwunsch zum Geburtstag. Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank. Ich hätte es aber nicht erkannt. Also normalerweise bringt man hier Kuchen mit, wenn man Geburtstag hat. Ja, ich hätte es gar nicht erkannt. Also normalerweise bringt man hier einen Kuchen mit, wenn man Geburtstag hat. Ich habe keine Zeit gehabt zum Backen. Ja, ich habe keine Zeit zum Backen gehabt. Backofen kaputt. Backofen kaputt? Nee. Nee, keine Zeit. Keine Zeit für einen eigenen Geburtstag. Und der Wohl der Kollegen. Ja, leider nicht, ja. Tja. Ich könnte auch einfach in der Pause zur Bäckerei gehen. Und dann was besorgen, ne? Nee, nee. Nee, nee. Brauchst du nicht. Okay. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was gibt's denn noch so für Leute in einem deutschen Büro? Also auf jeden Fall, es gibt immer einen Kollegen, der sich um das Lüften kümmert, freiwillig. Es wird morgens wirklich Toast gelüftet, also Tür aufgemacht, Fenster, Riesenfenster aufgemacht. Und es gibt immer Leute, die sich beschweren. Sag mal, können wir vielleicht das Fenster zumachen? Es ist echt kalt hier. Warum? Also. Warum? Also. Wir müssen Stoß lüften. Wir müssen Stoß lüften. Es ist minus 5 Grad draußen und ich sitze direkt daneben. Aber schau mal, es gibt ein bisschen Schimmel. Aber schau mal, es gibt ein bisschen Schimmel da. Wir müssen aufpassen. Wo? Da, direkt. Ganz oben. Ich sehe da nichts. So, es ist. So, es ist. Wir müssen ein bisschen lüften. Ja, aber du kannst ja später lüften, wenn ich weg bin. Vielleicht in der Mittagspause kannst du lüften. Nein, es muss ganz früh. Ganz früh ist die beste Zeit. Dann frische Luft geht durch das ganze Büro. Es ist viel besser, gesund. Ich werde morgen gleich krank. Aber wir sind nicht aus Zucker. Ja, morgen bin ich krank. Aber wir sind doch nicht aus Zucker. Mhm. Wie verabschieden sich denn Deutsche? Yeah. Also meine Erfahrung ist, dass man so schnell, wie es nur geht, nach Hause. Ja. Tschüss, tschüss. 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 Also bei uns muss auf jeden Fall diesen Wort gesagt wurde, Feierabend, ne? So, Feierabend. So, ich mache Feierabend. Ich habe jetzt Feierabend, ich muss jetzt los. So, Feierabend, ich muss los. Also man klopft einfach. Ja, ja. So. Aber immer zweimal und ziemlich hart. Ja. So, duff, duff. Was würde denn jetzt passieren, wenn jemand noch mit einem Kollegen nach der Arbeit was unternehmen möchte? So, wir sind fertig. So, sind wir fertig. Ja, genau, bis morgen. Jo, genau, bis morgen. Sollen wir ein Bier trinken oder sowas? Sollen wir vielleicht noch ein Bier trinken? Oder sowas? Bevor wir nach Hause gehen? Warum würden wir das machen? Warum würden wir das machen? Ein bisschen entspannen und dann nach Hause? Also ich würde lieber gerne zu meiner Frau und meinen Kindern. Nach Hause. Okay, dann nächstes Mal vielleicht. Okay. Vielleicht nächstes Mal. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Ich würde sehr gerne Berufliches und Privates trennen. Klar. Respektiere ich. Super. Trotzdem schönen Feierabend. Schönen Feierabend.